auch noch braucht. Jetzt wollen wir schauen, welche Führung es denn braucht, um Universitäten in die Zukunft zu führen und um die Blended Universities möglich oder Wirklichkeit werden zu lassen. Und das HFD launcht ein neues Magazin, nämlich Strategie Digital. Das wird halbjährlich herauskommen, wird eine spannende Lektüre werden für alle, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Und wie gesagt, der Fokus jetzt in der ersten Aufgabe liegt ganz speziell auf der Führung und die Frage, wie Führung sich neu definieren kann auf der Hochschulebene, welche Qualitäten es da braucht, welche Werte, welches Miteinander und welche Strukturen. Und wir haben jetzt gleich drei der Redakteurinnen, die an der ersten Ausgabe mitgewirkt hat, hier im Gespräch mit Josephine Samers. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie mit dabei sind und wir schalten Sie schon mal digital dazu, damit Sie sie sehen können, während ich Sie vorstelle. So, wunderbar. Mit im Call haben wir jetzt Kerstin Meyerberger, Professorin für Lehren und Lernen an der Hochschule Hamburg mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik und ihrem Fokus in der Forschung vor allem auf der digitalen Transformation. Besonders spannend ist, dass sie genau den Fokus hat auf der Adaption agiler Werte und Prinzipien für den Bildungsbereich und ein Projekt hat Agile Educational Leadership, AEL. Herzlich willkommen. Und mit im Bild ist noch Ulf Daniel Ehlers, einerseits Gründer von mindfulleaders.net, aber auch Serial Entrepreneur und Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die er als Vizepräsident auch aus der Taufe gehoben hat und an der Gründung beteiligt war. Und jetzt zuletzt Scientific Director at the Future Learning Laboratory beim KIT in Karlsruhe. Herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir noch Anne Prill vom CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung, als Projektmanagerin des Hochschulforums Digitalisierung tätig und setzt sich da vor allem für das Thema zukunftsorientierte Lernraumgestaltung ein. Und für die Moderation gebe ich jetzt noch an Josephine Samers ab, auch vom CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung. Hallo Josephine, hallo Anne. Ja. Hallo, ja, danke schön für diese nette Einführungsworte. Herzlich willkommen dann auch nochmal von meiner Seite aus zu diesem Talk zum neuen Magazin Strategie Digital mit dem Schwerpunktthema Digital Leadership. Mein Name, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist Josephine Samers und ich bin Projektmanagerin beim HFD und führe Sie jetzt durch diesen Talk mit drei wunderbaren Gästen, die Sie aber auch gerade schon kennengelernt haben. Ja, zu Beginn, Zakis, du hattest gerade schon einiges zum Magazin gesagt. Ich hatte natürlich auch noch eine Folie dazu vorbereitet. Ich schaue, wo ich noch ergänzen kann. Also, warum überhaupt ein Strategiemagazin? Wir, und damit meine ich das Strategieteam des Hochschulforums Digitalisierung, wir dachten, es könnte eine gute Idee sein, das Wissen rund um die strategischen Fragen zur Digitalisierung in Studium und Lehre zu bündeln. Und das wollten wir mit drei Komponenten machen. Nämlich einmal wollten wir unser Wissen und unsere Erfahrungen aus dem Team einbringen. Das zusammen mit zweitens der Perspektive aus der Community und aus der Hochschulwelt ergänzen. Das heißt ganz im Sinne des Peer-Learnings, was wir im Hochschulforum Digitalisierung ja ganz gerne betreiben, sage ich mal. Und als drittes wollten wir die LeserInnen noch mit dem für diesen Strategiebereich relevanten Informationen aus dem, ich sage mal, HFD-Universum versorgen. Ja, und mit diesen drei Komponenten zusammen kommt dann eben raus unser neues Magazin Strategie Digital, was, wie du schon gesagt hast, ab sofort zweimal jährlich kostenfrei zur Verfügung steht, auf der Webseite von uns downloadbar. Ja, Thema des ersten Magazins ist Digital Leadership. Aus dem Grund, die strategische Ausrichtung von Hochschulen und ihrer Teilbereiche ist ganz unmittelbar verbunden mit dem Führungsverständnis ihrer Leitungspersonen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben uns natürlich besonders das Thema Digital Leadership rausgepickt. Und in den letzten anderthalb Jahren ist sehr viel passiert. Die Corona-Semester haben einiges durcheinander gebracht, die Notwendigkeit der Digitalisierung bei den Agenten nach oben transportiert, vielfach als Beschleuniger für die digitale Transformation fungiert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es, eine Hochschule zu führen, die sich in einem solchen Prozess befindet? Was sind Erfolgsfaktoren für gutes Digital Leadership? Was ist Digital Leadership überhaupt? Und genau dazu möchten wir jetzt sprechen. In diesem Sinne dann auch nochmal Hallo an unsere SpeakerInnen. Und ich würde starten,
direkt mit der ersten Frage an Frau Meyerberger. Frau Meyerberger, Sie forschen bereits seit einiger Zeit zum Themenbereich Digitalität, Agilität und Ambidextrie. Dabei explizit zum Ansatz des Agile Educational Leadership. Bevor wir später darauf eingehen, was dies genau ist, warum braucht es aus Ihrer Sicht einen gesonderten Leadership-Ansatz für den Hochschulbereich? Also eigentlich braucht es keinen gesonderten Ansatz für den Hochschulbereich, sondern ich denke für den Bildungsbereich, gerade weil viel Leadership-Entwicklung eben vor allem im unternehmerischen Bereich passiert ist. Was mir vor allem wichtig ist, und die Begrifflichkeiten kamen ja heute auch schon, ist, dass ich eben nicht von Führung spreche und auch nicht von Digital Agile Educational Leadership. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ich Leadership heute in der Digitalität sehe. Also ich denke nicht, dass wir speziell für Digital ein Leadership benötigen, sondern bin da doch der Überzeugung, dass wir im Grunde schon in einer selbstverständlichen Form der, der Integration beider Realitäten im Alltag dabei sind und es viel wichtiger ist zu fragen, ja, wer kann denn alles für die Hochschulbildung Leadership übernehmen? Also nicht eine Führungskraft sein, die allein eine Leitung ist oder nur qua Amt Führung übernimmt, sondern mir ist es ganz wichtig, dass über diese tradierten Funktionen hinaus jede Person auch fragt, wie kann ich Leadership in meinem Bereich, sei es als Studierende, als Lernende, als Lehrende in der Administration, aber natürlich auch in der klassischen Ebene der Leitung, der Politik, und ich nenne es so klassisch, Leadership übernehmen. Und mir ist es wichtig, dass hinter Leadership eben auch vor allem Werte und Praktiken und Prinzipien stecken und weniger der eine Ansatz oder die eine Lösung. Und deswegen denke ich, dass wir gerade für den Bildungsbereich nochmal gesondert schauen müssen und in diesem Fall sogar dem Hochschulbildungsbereich, denn die Freiheit von Forschung und Lehre oder das Wissenschaftsfreiheitsgesetz ermöglicht uns ja geradezu auch sehr viel dieser Freiheit möglicherweise mal anders zu interpretieren, als wir es die letzten Jahre gemacht haben und unsere Spielräume eben auch zu nutzen, um sozusagen die nächste Generation ja zukunftsfähig zu unterstützen und einen Rahmen zu schaffen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und ja, wir kommen da später noch zu, aber meine Idee ist eben, dass Agile Educational Leadership hier ein möglicher Weg wäre, nicht der Weg. Und den, denke ich, kann man auch nicht verallgemeinern, sondern das Besondere des Bildungsbereichs sollte hier immer vorne stehen. Genau, auf den Ansatz kommen wir gleich nochmal ein. Jetzt erstmal die Frage an Herrn Ehlers. Sie schreiben in Ihrem Artikel, da habe ich auch die Folie, Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass die Corona-bedingten digitalen Semester auch etwas Gutes hatten, nämlich, dass endlich öffentlich über Hochschullehre gesprochen wird. Können Sie das konkretisieren? Was hat die Corona-Pandemie im Bereich der Lehre angestoßen und was hat das Ganze mit Digital Leadership zu tun? Ja, ich glaube, dass tatsächlich im Bereich von Leadership das Thema darüber reden ein ganz, ganz wichtiges ist. Wir sind dann tatsächlich bei der Frage, wie binden wir die Menschen ein, wie nehmen wir sie mit? Und das ist das Key Issue beim Thema Leadership-Führung und auch in der Hochschule. Ich würde der Kerstin Meyerberger da explizit auch zustimmen, dass es gerade bei der Frage des digitalen Wandels im Bildungsbereich darum geht, diejenigen, die lehren, diejenigen, die lernen, in ganz besonderer Weise mitzunehmen. Das heißt, die Peripherie zu stärken. Das ist auch das, was wir in anderen Organisationsformen sehen, dass man immer mehr wegkommt von einer typischen bestehenden Ablauf- und Aufbauorganisationsdenkweise hin dazu, dass man Impulse aufnehmen muss, die von der Peripherie, also von denjenigen gewissermaßen, die am Puls der Zeit, der Lehre bei uns sind, aufnehmen kann und sich informieren lassen kann durch diese Stakeholdergruppen, wie denn Strategien ausgerichtet werden müssen, damit sie ermöglichen, denn darum geht es, ermöglichen, das muss in einer digital souveränen Hochschule, das ist so ein bisschen mein Leitbild für Digital Leadership, das Ziel einer digital souveränen Hochschule, das muss dort passieren. Und digitale Souveränität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei der Einbindung von den Zielgruppen in einer guten Weise, sie mitzunehmen in einen Wertediskurs für eine neu gestaltete Lehre, Werte für eine neu gestaltete Lehre, sondern
tatsächlich auch dabei unsere Architektur der Aushandlung, die wir bisher haben in Hochschulen mit Senaten, Hochschulräten, Fakultätsgremien und so weiter, die auch digital fest, krisenfest, digital fest zu machen gewissermaßen. Ja? Also was ist ein digital souveräner Senat zum Beispiel? Das ist eine ganz interessante Frage. Ja? Also müssen Senate jetzt in einen ganz neuen Aushandlungsprozess mit den juristischen Dezernaten der Hochschule treten, mit den Präsidien der Hochschule treten? Denn jeder sozusagen dieser Akteure hat plötzlich eine ganz konkrete Vorstellung davon, was es eigentlich heißt, wenn man Zoom oder WebEx oder wen auch immer als Videokonferenztool in der Lehre einsetzen muss. Jeder hat so ein sehr, sehr stark gefühltes Commitment, in dieser Frage mitzureden. Und das zu orchestrieren, das braucht es in einer digital souveränen Hochschule. Und da müssen wir meiner Wahrnehmung nach noch viel, ein großes Stück Weg gehen. Dieser Weg hat nicht nur zu tun mit Strukturen, Verordnungen, Regeln, Abläufen, Prozessen, sondern der hat vor allen Dingen auch zu tun mit einer neuen Kultur des Umgangs miteinander. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu dem Agile Communication, Agile Leadership, von dem Kerstin Meyerberger gerade gesprochen hat. Genau, ja, danke schön. Das war ja auch schon ein großer Rundumblick. Jetzt die Frage an Anna. Du hast im Magazin einen praktischen Ansatz gewählt. Gemeinsam mit Christina Tovar habt ihr 5 Ansätze herausgearbeitet, wie Leadership im digitalen Zeitalter funktionieren kann. Kannst du zusammenfassen, worauf es aus eurer Sicht besonders ankommt? Ja, ich kann es mal versuchen. Das ist auf jeden Fall, haben wir uns mit einer ganz anderen Flughöhe mal daran genähert und versucht, Orientierung zu schaffen. Was ist mit, wie kann ich jetzt im Alltag, abgesehen von dieser Ausnahmesituation, mit Leadership anders umgehen? Und um es zusammenzufassen, habe ich mal 3 Positionen ein bisschen rausgesucht, die auch im Artikel natürlich nochmal expliziter stehen, aber so das Feedback, was wir erhalten haben, ist, dass das Thema interne Kommunikation einen Riesenschub erhalten hat und Hochschulleitungen über digitale Technologien, über Plattformen, über Medien und so weiter auch viel schneller und viel direkter Sichtbarkeit schaffen können. Also sie können sich als Führungsperson über solche Kommunikationskanäle ganz anders und stärker auch positionieren. Eben als Führungskraft Videobotschaften vermitteln, größere Townhall-Meetings anbieten, um so auch so eine Identifikation mit der Hochschule zu schaffen. Ich finde, oder wir finden das in dem Artikel eine ganz große Chance für Führungskräfte, das Thema interne Kommunikation im digitalen Wandel auf eine ganz andere Wichtigkeit zu bringen. Also außerhalb der Pandemie-Erfahrungen, ist für uns das Thema Vertrauenskultur eine ganz, ganz wichtige Sache. Führung über Kontrollmechanismen, und das haben auch meine beiden Vorredner schon ein bisschen angedeutet, wir müssen einfach neu aushandeln, wie wir miteinander arbeiten. Und ich glaube, mit Vertrauenskultur ist die Basis, um überhaupt Veränderungen voranzubringen. Und das sollte in Zukunft vermehrt auch über die Bewertung von Arbeitsleistung stattfinden und eben nicht über Kontrolle. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt von dem Thema neuer Arbeit, New Work, was ja auch so ein Ansatz ist in unserem Artikel. Wir glauben, dass Mitarbeitende da viel eher bereit sind, neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren, vielleicht auch ein Stück weit Innovation viel mehr voranzutreiben. Und digitale Souveränität wurde auch schon vor mir genannt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ohne digitales Verständnis, digitale Skills, glaube ich, ist es auch schwer, Leadership anders zu verstehen. Und auch das wurde schon angesprochen, es geht als Führungskraft gar nicht so explizit darum, alle Tools zu verstehen, alle die Infrastruktur komplett zu verstehen, sondern vielmehr
die digitalen Vorreiter der Hochschule zu erkennen, dort den Austausch zu fördern, dort die Kommunikation zu fördern und da gemeinsam neue Wege zu gehen. Das wären so drei Ansätze, ja, die ich erzählen wollte. Ja, danke schön. Genau, ich sehe, die Zeit schreitet auch schnell voran. Herr Ehlers, Sie melden sich. Ich wollte ja einen Punkt noch machen, der mir jetzt gerade in Sinn kommt, weil die Frau Priel davon spricht oder am Anfang davon gesprochen hat, und zwar dieses Thema, digital kann man auch noch besser präsent sein, Identifikation stärken auch durch Kommunikation. Ich wollte noch hinzufügen sozusagen, dass darin einerseits eine Möglichkeit liegt, die, glaube ich, wichtig ist zu nutzen, und andererseits natürlich auch eine neue Frage aufgeworfen wird, wie wir das, was wir sonst an Repräsentation gut eingeübt hatten, also wie sind Studierende repräsentiert, wie schaffen wir Inklusion von sozusagen Zielgruppen, die möglicherweise nicht so gut repräsentiert sind und so weiter, das müssen wir wieder neu sozusagen auch einbringen in die Hochschule. Und darauf müssten auch Leadership-Modelle ausgerichtet sein, diese Frage zu stellen, wie können wir also digitale Kommunikationsformen entwickeln, die sozusagen die Werte und Prinzipien unserer analogen Kommunikationsform auch so leben und weiterentwickeln und transponieren gewissermaßen, dass es nicht zu strukturellen Exklusionen kommt dabei. Das war mir noch einmal wichtig als einen ergänzenden Punkt. Ja, gerne. Ja, ich würde jetzt noch einmal zurückgehen zu Frau Meyerberger. Wir haben jetzt schon mehrfach über Ihren Ansatz des Agile Educational Leadership gesprochen. Und natürlich würde ich jetzt gerne noch einmal von Ihnen hören, was ist das überhaupt? Können Sie das erläutern? Ja, also in der Kürze der Zeit versuche ich es mit Verweis auf den Artikel ganz prägnant, indem ich sage, es ist ein Rahmenwerk. Also der Ansatz, der ist so die letzten 2 Jahre quasi emergent entstanden und ich selbst habe vor allem dann durch die Corona-Semester auch das Gefühl gehabt, es müssten erst Ideen jetzt aufgeschrieben werden. Das heißt, es ist auch im Moment ein Work in Progress. Es liegt eine erste Version vor. Die Grundidee dahinter ist, dass es mir darum geht, zu fragen und aber auch eine Lösung anzubieten, wie Handlungsfähigkeit über auch struktureller, aber personaler Art in Organisation, in Bildungsorganisation, in der Hochschule dauerhaft hergestellt werden kann, eben vor dem Hintergrund, dass unsere Umwelt, dass es im Grunde ja nicht neu, komplexer wird, dass sich die Dynamiken verändert haben. Und ohne jetzt wirklich in diese Narration zu verfallen, wir müssen ganz schnell sein, eher zu fragen, ja, was passt denn zu uns, um jetzt von der Reaktion auch in die aktive Gestaltung mit rüberzugehen. Und hier habe ich im Rahmen eben auch dessen, was eigentlich schon längst in anderen Themenfeldern wie Organisationsmanagement diskutiert wird, nochmal das im Grunde schon ältere Konzept der Ambidextrie wiedergefunden, das eben auch besagt oder zu damaliger Zeit eigentlich eingeführt wurde, auch in die Diskussion, um zu sagen, wir brauchen beides. Eine Unternehmung oder eine Organisation braucht sein Kerngeschäft, um bestehen zu können, aber genauso auch, und das wird jetzt ziemlich offensichtlich bei komplexen Anforderungen immer ein Teil auch, der in der Exploration, in der Innovation ist. Und das Ganze, und jetzt kommt vielleicht nochmal Ihre erste Frage viel stärker zum Ausdruck, gerade im Bildungsbereich zu betrachten, ist ja etwas, von dem ich denke, das können wir besser lösen. Die meisten Erfahrungen sind ja doch, wir haben ein sehr solides Kerngeschäft und immer wenn Projekte kommen, gibt es die eine Seite, die sagt, super, wir haben neue Ideen und die andere, die denkt, hoffentlich ist das bald vorbei. Und genau da müsste es eigentlich jetzt, oder das ist die Idee von Ambidextrie, den Mittelweg zu finden, nämlich zu sagen, wie kann man sinngemäß beidhändig sowohl ein solides Optimierungs- und auf Effizienz und auch Kontrolle im Sinne von Schaffung der nötigen Kennzahlen, die wir leider noch brauchen, ausgerichtet ist, aber eben auch gleichwertig und eben auf Augenhöhe auch die Exploration, das stetige Ausprobieren. Und in diesem Feld, und das betrifft vor allem Fragestellungen oder eben Lösungsansätze, die eher bei komplexen Herausforderungen notwendig sind, kommt oder liegt es dann auch nahe, entsprechend auch auf agile Prinzipien und Werten zurückzugreifen. Und mein Ansatz oder die Idee ist im Grunde, Agile oder Agilität und Leadership für den Bildungskontext
zu adaptieren. Und hier diese Beidhändigkeit, die im Grunde schon in uns und gerade in der Hochschulbildung vorhanden ist, zwischen Forschung und zwischen, ich sag mal, Lehre, das ist mal ein einfaches Beispiel, zwischen den Pflichtveranstaltungen in recht festgezurrten Formaten vielleicht und den experimentellen Formaten, so ein kleines Beispiel zu bringen, das ist in uns ja schon drin. Und die Kunst besteht eben nun darin, viel stärker alle Personen möglicherweise darin zu stärken, dass sie das nicht permanent als Widerspruch oder Kampf sehen, sondern mit diesem sowohl als auch viel souveräner umgehen können. Wozu eben dann auch so etwas wie Ambiguitätstoleranz oder Umgang mit Ungewissheit gehört, aber dass das eben auch zum Alltäglichen, zur Normalität werden wird. Und das ist sozusagen die Grundidee dieses Ansatzes, dieses Rahmens, dafür einerseits organisational den Rahmen zu schaffen oder den Rahmen zu schaffen, damit sich Organisationen in diesem Rahmen entwickeln können und auf der anderen Seite die Personen darin zu stärken, mit dieser Widersprüchlichkeit souverän umzugehen. Ja, spannender Ansatz. Wenn wir jetzt einmal in die Praxis schauen, in die Realität an den Hochschulen, Anne, was meinst du, wie gut siehst du da die Hochschulen im Kontext von Leadership bereits auf das digitale Zeitalter vorbereitet? Ich finde das immer eine spannende Fragestellung, zu fragen, wie ist jemand auf das digitale Zeitalter vorbereitet, jetzt im Speziellen die Hochschule. Ich würde die Frage ein kleines bisschen umdrehen, weil sich auf etwas vorzubereiten, in dem man gerade schon ist, ist es einfach schwierig zu beantworten, sondern das digitale Zeitalter ist da, es bewegt sich einfach, wir sind mittendrin, vielleicht noch am Anfang. Ich finde es eher wichtig zu beantworten, wie weit sind die Hochschulen darauf vorbereitet, diese Zukunft, diese Realität selbst mitzugestalten und zwar eigenverantwortlich mitzugestalten. Die digitale Zukunft wird ja nicht irgendwo erfunden. Ja. Die wird so passieren, wie wir sie uns gestalten, wie wir sie vorantreiben, wie wir sie mitentwickeln wollen und wie wir sie mitgestalten wollen. Ich glaube, von dem Feedback, was wir erhalten haben, wie auch der Artikel entstanden ist und was wir als im Hochschulforum Digitalisierung mitkriegen, hat sich irre viel getan. Also steht völlig außer Frage. Flächendeckend würde ich schon noch sagen, dass da noch Zurückhaltung zu spüren ist, mehr Eigeninitiative, proaktiver die Dinge in die Hand zu nehmen, ein bisschen mehr Spielräume zu schaffen, Experimentierräume zu schaffen, um eben die Lösung, die individuelle Lösung für die Hochschule zu finden. Natürlich hat die Pandemie einen tollen Schub ermöglicht. Das ist ein bisschen paradox natürlich, dass es dazu kommen musste mit diesem Hintergrund. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Zurückhaltung einfach aus Unsicherheit noch entsteht, weil, wie Frau Mayerberger auch gerade sagte, die Welt sehr komplex geworden ist. Es ist für den Einzelnen einfach schwer zu verstehen, für eine einzelne Führungskraft natürlich auch. Aber so wie wir uns gerade bewegen und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist da sehr viel Empowerment auch entstanden. Wunderbar. Ja, ich weiß gerade gar nicht genau. Ich habe eine Uhr mit 3 Minuten. Ich glaube, wir haben aber eigentlich noch 6 Minuten. Aber vielleicht ist noch Zeit, Zakis, dass wir einmal an dich gehen können und du uns erzählen kannst, was im Chat passiert ist. Sind da Fragen, die vielleicht geclustert werden können, Anmerkungen? Kannst du da was berichten? Ja, sehr gerne, Josephine. In der Tat, wir haben noch 3 Minuten für die Diskussion und 2 für den Chat. Ja. So war das geplant sozusagen. Also okay. Wir sind noch entspannt in der Zeit. Allerdings ist im Chat gerade Mittagspause, wenn ich reinschaue. Ich habe schon mal vor 5 Minuten gefragt, ob es noch Fragen und Anmerkungen, Gedanken gibt zu dem, was diskutiert wird. Bisher hat keiner darauf reagiert. Daher könnt ihr gerne noch eure Gedanken einfach zusammenführen in den nächsten 3 Minuten. Und wenn eine Frage reinkommt, mache ich mich bemerkbar. Okay, ja, dann habe ich natürlich auch noch Fragen parat, sehr gerne. Eine Frage, die ich gerne noch an Herrn Ehlers stellen wollte. Wir haben jetzt mal so einen ganz schnellen Durchlauf gehabt durch verschiedene Führungsthemen, Leadership-Themen.
Eine Sache ist natürlich, dass wir sagen, durch die Corona-Pandemie ist unglaublich viel passiert. Es gab einen Anschub. Auf der anderen Seite ist aber zu beobachten, dass nach 3 ja, nahezu vollständigen digitalen Semestern die Hochschulen jetzt wieder in die Präsenz zurückgehen. Hochschulen sich auch bewusst als Präsenzhochschulen platzieren, positionieren. Herr Ehlers, ist das eine Entwicklung, die aus Ihrer Sicht aus Sicht des Digital Leadership mit Sorge zu betrachten ist? Ist das wieder eine Rolle rückwärts oder ist das auch vielleicht gar kein Widerspruch? Wie sehen Sie das? Herr Ehlers, und bevor Sie antworten, jetzt sind 2 Fragen reingekommen. Ich glaube, es hat die Bitte auf der Tonspur gebraucht, weil wahrscheinlich die Leute den Chat nicht visuell offen hatten. Das heißt, Herr Ehlers, wenn Sie so eine Minute für die Antwort nehmen, dann haben wir noch 2 Minuten für die 2 Fragen, die Sie mittlerweile reingekommen sind. Zu Ihnen. Ganz schnell. Wir haben im Moment gerade ein Leadership Forum, wo 40 Hochschulen über das Thema debattieren, noch 3 Monate. Wir haben vor 6 Monaten angefangen und es besteht ein enormer Orientierungsbedarf. Dieser Orientierungsbedarf ist in Bezug auf Governance-Modelle und Leadership gegeben, aber auch in Bezug auf ganz konkrete Fragen, wie gehen digitale Prüfungen, wie rechtssicher ist Zoom etc. etc. Das heißt, ich glaube, wir sind da wirklich in eine Orientierungs-, eine Experimentierphase hineingestoßen worden und jetzt geht es darum, in den nächsten Monaten und Jahren daraus Schlüsse zu ziehen. Der zweite Punkt, den ich machen wollte, das ist der Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Leadership hat natürlich auch damit zu tun, Hochschulen, Organisationen in die Zukunft hinein zu, ich sag mal, provozieren auch gewissermaßen. Ja, nicht nur zu organisieren, dass alles gut läuft, was an Herausforderungen gerade derzeit da sind. Und da, glaube ich, ist es eine große Aufgabe, Kommunikationsforen zu organisieren, in denen sich Meinungen gebildet werden können, in denen Visionen entwickelt werden können, zu den multiinstitutionellen Studienverläufen der Zukunft, Micro-Credentials, neuen Studienformen und so weiter. Und da, glaube ich, kann Corona viel, hat Corona viel bewirkt, die Corona-Hochschulschließung und Online-Lehr- und Lernzeit viel bewirkt. Denn hier haben wir Möglichkeiten ausprobiert, die vorher undenkbar waren. Daher, glaube ich, ist das eine ganz, ganz spannende Zeit, die jetzt kommt. Nicht einfach vom Leadership, aber spannend für die Hochschulen. Vielen Dank. Dann werfe ich noch schnell die Fragen in die Runde, die wir hier haben. Udo Thelen fragt, welche Rolle spielen Digital Readiness und Data Literacy für Führungskarrieren in der Wissenschaft? Wer möchte kurz darauf antworten? Gerne Freiwillige vor. Ansonsten leite ich die Frage einfach weiter. Ich finde, vielleicht kann ich ganz, ganz schnell darauf antworten. Also Digital Readiness spielt eine enorme Rolle bei Führungskräften gerade. Es ist aber verdammt schwer, jemanden zu finden in diesem Bereich gerade. Mhm. Frau Meyerberger, Sie haben doch bestimmt auch noch was da hinzuzufügen bei dem Punkt. Ich würde sagen, das hat für mich greift das viel zu kurz, diese Frage, ob es für die Führungskräfte relevant ist. Also ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass für alle AkteurInnen es relevant ist, über, ich nenne es wirklich, medienbezogene Kompetenzen zu verfügen, und zwar für den jeweiligen Handlungsbereich und wo ich wie aktiv sein müsste. Und für mich gehört das mittlerweile selbstverständlich dazu. Und nach den letzten 1,5 Jahren tatsächlich ist das kein gesonderter Punkt mehr in der Liste. Mhm. Vielen Dank. Dann verbleiben uns noch knapp 1-2 Minuten. Und ich würde zu dir zurückgehen, Josefine, mit der Frage vielleicht auch für den Wrap-up, welche Themen denn uns dann in einem halben Jahr bei der nächsten Ausgabe oder vielleicht sogar der Ausgabe danach erwarten. Das ist nämlich die letzte Frage, die noch im Chat ist. Wunderbar, das ist eine Steilvorlage, dafür gibt es gleich noch eine Folie. Ich würde ganz kurz noch eine letzte Abschlussrunde machen mit den SpeakerInnen und zwar mit der Bitte, ich beginne einen Satz und Sie beenden den Satz. Frau Meyerberger, ein Quick Win auf dem Weg zu Digital Leadership ist? Dass sich gerade so tolle emergente Praktiken entwickeln und eben so viel Power, in denen es die gerade viel probieren. Wunderbar. Anne, was Wissenschaftseinrichtungen in Sachen Digital Leadership am allerdringendsten lernen müssen, ist? Mut zur Veränderung. Wunderbar. Und Herr Ehlers, die wichtigste Führungseigenschaft einer Hochschulleitung im digitalen Zeitalter ist?
in all der Vielfalt auch an das Digital Wellbeing der Menschen in der Organisation zu denken. Wunderbar. Ja, ich danke Ihnen für diese spannenden und wertvollen Einblicke. Die Zeit ist unglaublich schnell rumgegangen. Ganz knapp noch zum Ende eine letzte Folie, der Ausblick auf das zweite Magazin. Das nächste Magazin wird circa März, April 2022 erscheinen. Thema, Schwerpunktthema wird sein Blended University. Also ja, auch aufgreifend das Thema hier auf diesem Festival. Die Wortwolke, da sieht man schon ganz viele verschiedene Impressionen. Wir haben auch schon einen Call for Good Practices in das aktuelle Magazin integriert. Das heißt, wenn Sie spannende Beispiele für die Hochschule von morgen haben, senden Sie die uns gerne zu. Die E-Mail-Adresse sehen Sie hier, strategie-digital@hochschulforum.org. Die Adresse können Sie gerne auch nutzen für Lob, Kritik zum Magazin, wenn Sie in den Verteiler möchten. Wir freuen uns immer über den Austausch. Ja, und dann bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, vielen, vielen Dank an die SpeakerInnen. Vielen Dank an Zackes für den Anteil mit dem Q&A und dem Publikum noch viel Spaß beim weiteren Festival. Vielen Dank an die wunderbare Moderation, Josefine. Danke. Ich habe gerade noch mal die E-Mail-Adresse im Chat gepostet. Einfach copy-pasten und gerne für Einreichungen verwenden.